Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folge 80 mit einem weiteren. Was wär's? Was könnte heute kommen? Was könnte heute kommen? Ihr könnt es ja oben lesen. Ne? Ein neues Update-Video für Februar 2015 gibt's heute. Ja. Ich fange gleich mal an. Ihr wisst ja, die meisten Editionen, wo ich hier euch jetzt nochmal zeige, sind schon alle mal angeboxt worden von mir. Deswegen geht's heute ratzfatz und einfach mal kurz durch, was es alles Neues gibt. Gut, am 1. Februar waren wir bei der Whiskers und ich ganz spontan mal auf der Lichtenfelser DVD-Börse und so wirklich Tolles fanden wir da nicht. Außer natürlich der Whiskers. Der fand eben das Halloween Age 20 Cover A oder B. Das ist auf jeden Fall so streng limitiertes für 25, für 30 Euro dort. Und das war natürlich schon ein Schnäppchen, ne? Ich habe natürlich nicht so viel Glück gehabt, dafür mir endlich mal Silent Night, leise rieselt das Blut, mitgenommen im Mediabook. Und da waren, das war nicht nur DVD, sondern auch CD- und Schallplattenbörse. Und da habe ich mir noch einige Bootlegs mitgenommen von KISS, Thunderbolts and Lightning, ein Konzertmitschnitt aus den Jahren aus 1980, sowie eine Schallplatte, auch eine Bootleg Caroline Strutt von Yahoo Live Charlotte in New York City am 19.07.2014 war das. Das Teil ist auf 150 Stück limitiert. Ist eine Session Schallplatte, ich tue sie mal raus. Könnt ihr mal angucken nochmal, weil die Sachen boxe ich nicht anboxen. Die bleiben auch bei mir auch eingepackt. Und dann tun wir die schön wieder in die Schutzhülle rein und dann wird es wieder verstaut. Und dann habe ich noch mir von Rammstein Mein Herz brennt die Maxi-Single mitgenommen als 7 Zoll Single. Da sind 2 Liter drauf, einmal Mein Herz brennt und einmal gib mir deine Augen. Das sind beides natürlich schöne Lieder, ist ja klar, von Rammstein kann man eigentlich nichts anderes erwarten. Und ein auch Schnäppchen habe ich dafür 5 Euro gezahlt. Also kann man meckern. Ansonsten aber die DVD-Börse wirklich. Aber am 15. März gibt es ja die nächste DVD-Börse in Nürnberg. Vielleicht sieht man sich ja da. Gut, dann geht es weiter mit am 4. Februar. Da kam King Kong, das Savi-Exklusiv-Steelbook, oder zumindest auch in Deutschland gibt es das ja auch. Das Savi auch ein deutschen Tonspur drauf. Deswegen habe ich mir auch dann das Savi-Steelbook mitgenommen oder gekauft. Weil ich hatte ein bisschen Ehre, aber das ist eigentlich wurscht. Ich wollte es einfach haben. Dann kam dann noch das Gone Girl raus in dem schönen Digipack. Auch ein richtig geiler Film. Bis aufs Ende. Das hat mir nicht gefallen. Dann haben wir hier am 9. Februar. Jetzt wird mir wieder negativ. Häkchen machen, aber ist mir wurscht. Und zwar Serbien-Film im limitierten Mediabook, was auf 1000 Stück limitiert ist. Und dann haben wir hier dann noch X-Men, die erste Entscheidung an der französischen Steelbook Edition mit Booklet dazu. Das sieht so aus, das kam am 10. Februar in mein Reich. Am 12. Februar kam dann Dracula Untold. Und auch am 12. Februar das Miro Steelbook. Ein richtig geiler Film auch. Sehr spannend. Richtig klasse. Dann kam Gone Baby Gone. Absolut gigantischer Film. Ihr habt ja erst mal einen Geheimtipp-Tag gesehen. Wenn ihr nicht gesehen habt, unbedingt ansehen. Dann habe ich hier Divergent, genau. Der ist das italienische Steelbook und hier haben wir dann gleich noch die deutsche Digipack zugekauft, damit es einfach dann da reinkört. Dann habe ich hier The Maze Runner, auch das italienische Steelbook. Das ist eine Tiefenprägung ist das. Schaut richtig stark aus, auch hinten. Klasse.
Dann am 17. Februar kam Annabelle in meine Sammlung. Der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Natürlich an The Conjuring kommt es nicht ran, aber trotzdem, Schockmomente sind trotzdem immer noch da. Und der absolut geile Film ist The Equalizer. Richtig geiler Film. Mediamarkt exklusiv Steelbook. Ab 18 Jahren, wie ich in meinen Bonus-Szenen mit dabei. Braucht man eigentlich nicht unbedingt ab 18 machen, aber gut, wurscht. Jo, und dann haben wir noch Easy Rider, das Savi Steelbook. Meine Güte, ist bei uns windig. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Mediabook, und zwar Sensored in Cover B-Variante, ist auf 500 Stück limitiert. Ja, den Film fand ich jetzt nicht so ganz so schlimm, wie ich dann gedacht habe, oder was eigentlich die hinteren Bilder zeigen. Erstmalig in deutscher Sprache in der 8 Minuten längeren Uncut-Fassung. Also ganz ehrlich, 8 Minuten, was soll da, also ich habe schon mal bestimmt mal nachgeguckt, aber da bleibt von dem Film nichts mehr übrig, außer vielleicht Langeweile. So hat der Film mal ein bisschen Spaß gemacht. Ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende des Monats. Am 23. Februar habe ich mir dann Scorpions Return to Forever, die Collector's Edition mitgenommen. Von The 5th Anniversary Edition ist das. Habe ich schon mal angeboxt. Richtig geile Box mit Autogramme und USB-Stick. Also richtig geil. Aber ich muss mir die nochmal kaufen, weil nämlich auf dieser Version sind nämlich, wie bei der anderen, nur 60, nämlich hier 17 Titel drauf. Das sehen wir nämlich hier. Und die ist, glaube ich, Mediamarkt exklusiv gewesen. Und deswegen hier One and One is Three ist der Bonus-Track noch, wo eben nicht auf der Collector's Box drauf ist. Was ich sehr schade finde, weil wenn man schon so ein teures Teil sich kauft, dann hat man eigentlich auch zu erwarten, dass alles drin ist. Ja, dann haben wir noch Maze Runner, nochmal die deutsche Blu-ray als normale Version. Das Teil kommt dann wieder in die Steelbook rein. Dann Sons of Anarchy Season 5. Richtig geile Serie. Also die ist nun wohl noch um einiges härter und schärfer als eigentlich die restlichen 4 Staffeln, wo es bis jetzt gab. Oder die vorigen Staffeln. Richtig geil. Also wer die Serie nicht kennt, schaut es euch an. Absolut gigantisch. Ja, und auch noch am 26. Februar kam noch Hercules in New York in meine Sammlung. Im Mediabook. KVA-Variante ist auf 333 Stück limitiert. Es gibt ja 3 Cover-Varianten. Ich habe mich fürs erste entschieden, da halt eben das bekanntere ist, was mir auch persönlich am besten gefällt. Und dann zum Schluss noch eine CD, und zwar von Rob Zombie. Yeah! Spookshow International Live ist eine Live-CD mit 19 Tracks. Von der neuesten CD, vom neuesten Album, wo rauskam, die Tour dazu. Und es kommt ja wohl demnächst ja auch schon wieder ein neues Album raus. Also ich freue mich schon drauf, weil der macht einfach richtig geile Musik und vor allem auch coole Filme. Ja, und das war's eigentlich mit Februar. Juhu! Jetzt nochmal meine ganze Ausstellung hier. Das ist einmal und zweimal. Also so viel ist es diesmal nicht wie beim Januar. Aber es reicht trotzdem schon wieder, um mein Geldbeutel wieder dünner zu machen. Ist halt so bei den ganzen Sammlern, ne? Jo, okay. Und das war's wieder von meiner Vorstellung von dem Update im Februar 2015. Ihr könnt mich gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal. Euer VS80. Ciao!